Bonjour YouTube und willkommen auf C'est la vie de Flo! Heute, ich muss leider sagen, wir haben Samstag, den 5. Februar. Warum? Ich habe nur zweimal in dieser Woche gefilmt, weil wir haben heute Dienstag, den 1. Februar, ja. Wir haben heute Donnerstag. Ja, ich bin schlecht mit den Tagen. Donnerstag, den wie viel Februar? Gucke kurz. Donnerstag, den 3. Februar. Und ich habe mich gedacht, dass es geht nicht für diese Vlog. Normalerweise, ich möchte zeigen alles, was ich habe gegessen, und ich habe auch nicht Foto von alles, was ich gegessen habe, gemacht diese Woche. Und ja, deswegen dann habe ich mich entschieden, dass es würde besser, so ein Video zu tun, wo ich rede, wo ich erkläre einfach, was ist passiert diese Woche. Dass ich mache es auf einmal, auf einen Shot oder so, und dass ich erkläre alles, weil ich habe viel zu erklären. So, zuerst für neue Leute, mein Name ist Flo und ich wohne in Berlin, ich bin Französin und ja, ich mache Vlogs und manchmal auch Food Haul, weil ich mag diese Typ-Videos selbst zu gucken und auch weil ich benutze es, habe selbst Motivation, um Gewicht zu verlieren. Ich hatte angefangen seit 9. November eine Keto-Diät. Und ich liebe Keto-Diät und jetzt, ich bin in einer Pause, einfach weil ich hatte ein Video von Thomas De Lauer geguckt, also er ist amerikanisch, wo er hat erklärt, dass wegen einem neuen Studium es ist besser, eine Pause alle 2-3 Monate von Keto machen für 2-3 Wochen. So habe ich halt angefangen, letzte Donnerstag, also ja, in Januar. Es ist sehr schwer. ich liebe ins Keto zu sein, ich liebe Keto zu essen, weil also wenn ich esse nur Keto, dann mein Körper ist in Ketosis. Das bedeutet, dass er wird einfach brennen von meinem Fett. Es wird die Kalorie benutzen von Fett und nicht mehr von Zucker. Das ist die ganze Principle, die ganze Grund von Keto ist, dass mein Körper hat keinen Zucker mehr, um seine Energie zu brennen. Er muss es nehmen von Fett. Er muss Fett nehmen und es durch magisch, nicht so magisch, aber ich kenne die Wissenschaft hinter das nicht wirklich, aber er wird dann den Fett benutzen. Und das bedeutet, dass ich esse wirklich kein Kohlenhydrat mehr. Also nicht wahr, ich esse zwischen 20-30 Gramm Kohlenhydrat pro Tag Maximum. Und das bedeutet, dass meine ganze Menge Kohlenhydrat kriege ich durch Obst. Ganz oft grüne Obst, also wie Grünbohnen oder Salatgurken oder Salat oder so. Karotte kann ich in Maßen, Tomaten in Maßen, also für Leute, manchmal die sagen nicht, aber ich denke in Maßen geht. So für mich, für meinen Körper, für was ich habe bemerkt, es geht. Wenn ich habe angefangen, letzten Donnerstag, ich war bei 74,6 Kilo, denke ich, und ich bin jetzt heute bei 76 Kilo. Es ist normal, weil ich habe aufgehört Keto und das ist total normal. Ich wusste, dass ich werde zunehmen, aber ich bin, muss ich sagen, nicht sehr stolz auf mich. Warum? Wegen was ich habe gegessen. Jetzt, ich muss nicht mehr nur Keto-Dinge essen und ich kann wirklich, wenn ich möchte, nicht mehr beobachten über mein Kohlenhydrat. Und aber leider, ich habe es wirklich falsch gemacht, weil ich esse jetzt Bonbon und ich esse Chips und ich habe, denke ich, also zum Beispiel heute habe ich schon ein Bowl Chips gehabt und schon ein paar Bonbon gehabt und eine Schokolade und so. Und ja, manchmal ich mache mich eine große Salat, weil ja, das stimmt, habe ich gemacht. Ich habe auch selbst eine herzhafte Tarte gemacht, gebacken. Die war richtig gut, wirklich gut. Die war mit Gemüse rein und mit, es war mit Porree und das war gesund genug. Aber dann... Und zum Beispiel auch diese Salat, diese Couscous-Salat, ich habe gut gemacht mit Couscous, mit ein bisschen Fleisch rein, mit Gemüse drin auch und so. So dass ich hatte benutzt die gelbe Bette, das ich habe am Montag oder am Dienstag bekommen in eine Too-Good-Tüte. Und das war richtig, richtig gut. Ich könnte nicht gelbe Bette, ich empfehle es, die sind richtig lecker. Aber ja, dann ich esse Bonbon.
und ich esse Chips und ich muss auch sagen, seitdem ich fühle mich wirklich, wirklich, wirklich kaputt, so müde. Also okay, heute Nacht, ich habe eine richtige, richtige schlechte Nacht bekommen. Eine, die schlechte seit ewig durch wegen meinem Jungen, weil ja, ich habe einen kleinen Jungen. Er ist 15 Monate alt und er macht noch nicht seine Nächte, das ist normal. Aber heute Nacht war, oh Gott, heute Nacht war wirklich schwer. Aber es ist nicht nur durch das, ich denke, es ist wegen Zucker und so. Und ja, ich esse wirklich schlecht, ich esse nicht gut. Gestern Abend zum Beispiel, ich habe mich bestellt in Koreanisch und ich hatte bestellt Hähnchen. Es war ein Typ Hähnchen gebacken, sehr knusprig und so, aber ja, das war wirklich, wenn ich habe gemerkt, das war das Fett von den Hähnchen und so. Und ja, und in der Tag, ich hatte Chips, dann ich habe Chips danach und ich hatte Chips vorher gegessen und nee, ich mache es falsch, ich weiß es. Und deswegen, ich habe mir gedacht, okay, jetzt es ist ein bisschen zu spät, es aufzuhören und ich werde bald zurück ins Keto und dann ich werde normal abnehmen und das wird normal und das wird auch gut für meine Körper und für meine Hirne. Ich habe meine Hirn oder Hirne? Aber ja. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es ist wegen Zucker, dass ich fühle mich jetzt, diese letzte Zeit, ich fühle mich wirklich nicht gut. Ich fühle mich nicht nur kaputt, ich fühle auch meine Laune ist wirklich runtergegangen. Deswegen wahrscheinlich habe ich auch nicht so viel Foto gemacht und so. Einfach, weil ich esse nicht gut und das macht mich nicht gut fühlen. Und ich war nur einmal in Sport. Diese einmal war toll, weil ich hatte meinen Jungen endlich mitgebracht und in Kinderbetreuung da. War toll, er hatte es gemocht. Ich wusste, dass er würde es mögen. Aber ja, ansonsten, also ich werde ihm mehr mitbringen, aber ich wollte vielleicht heute, aber dann, ich habe bemerkt, weil ich möchte, ich muss nur bohren, es gibt nur Zeitpunkte, wenn ich kann bohren. Und es war eine um 11, aber die von Samstag ist die einzige um 11 Uhr, wo es gibt nur 60 Minuten. Und dann, ich habe wirklich keine Zeit, um Sport zu tun, weil ich bringe ihm in, es dauert was 5 Minuten. Dann, ich muss Kleidung wechseln, dann kann ich endlich Sport gehen. Und dann normalerweise, ich muss eine Dusche nehmen, Kleidung wechseln, dann ich muss ihn abholen. Und dann ist es spannend, ich habe nur 30 Minuten, was zu tun. Und das ist für mich nicht lang genug. Aber ja, und normalerweise ist es 105 Minuten Zeit, wenn ich kann ihn bringen. Aber ja, diese Woche war ich auch nur einmal in Sport. Okay, dann ich habe auch lange Spaziergang gemacht mit meinem Jungen, aber das ist nicht genug. Ich fühle, ich habe keine Energie, keinen Bock mehr, es geht nicht. So, deswegen habe ich mir gedacht, für nächstes Mal, weil ich werde zurück ins Keto, dann ich muss normal zurück eine Pause machen, einfach weil ich möchte keine, ja, ich hätte vergessen zu sagen, aber es ist kein Problem später mit Gluten zu haben. Ich möchte nicht glutenintolerant sein, weil kein Kohlenhydrat bedeutet auch kein Gluten mehr. Und dann, es kann wirklich nach einer langen Zeit, es kann dann machen, dass ich könnte vielleicht glutenintolerant bekommen, das möchte ich nicht. Und ja, aber letztes Mal, dass ich mache erst diese Pause, habe ich mir entschieden, dass ich werde es machen, aber ohne Zucker. Ich werde Kohlenhydrate haben. Kohlenhydrate sind ein Typ Zucker, aber ich meine wirklich ohne richtige Zucker, dass ich kein Obst essen. Es gibt drin Naturalzucker. Es gibt ja einen Typ Zucker drin, aber ich meine, dass ich nehme keine Weißzucker und mache mit und ich esse keine Bonbons zum Beispiel oder so. Und ich werde probieren auch vielleicht, dass ich sage, selbst kein Chips, weil Chips sind auch nicht gut. Weil ich wollte es schaffen, in Maßen Chips und Bonbons zu essen, aber ich merke, dass ich schaffe es nicht. Ich nehme nicht in Maßen, ich nehme einmal hier und dann später so und dann nochmal. Und zum Beispiel, ich habe eine Tüte Fake M&M's von Jahr in 3 Tage gegessen. Allein, mein Mann hat vielleicht nur einmal am Anfang 10 davon gehabt und das ist alles. So wirklich, ich fühle mich gar nicht stolz, ich fühle mich nicht gut und es tut mir leid, dass ich mache diese Vlog ein bisschen anders als normal einfach, weil ich habe auch kein Foto, also ich habe Foto gemacht, aber nicht von alles. Und dann, es gibt Sachen, das ich habe selbst vergessen und ich denke, es ist ein bisschen wie ein Betrug, falls ich zeige, half davon, aber nicht alles. Es ist, meine Vlog normalerweise, ich zeige alles. Deswegen habe ich dann entschieden, dass ich werde nur jetzt ein Video machen, wo ich rede und so. Aber ja, und wo ich erkläre auch warum und wie ich mich fühle, weil ich denke, es ist wichtig auch, dass ich mich erinnere, wie ich habe mich gefühlt, wenn ich habe diese Pause gemacht. Das Leben ist jetzt
Nicht gut. Nicht gut. Ich bin kaputt, ich fühle mich ein bisschen traurig, ohne richtige Gründe und ich fühle mich müde. Ich fühle, dass ich habe keine Motivation für nichts mehr, dass ich habe alle, wenn immer ich denke über ein Projekt, ich mache mich kaputt. Wenn immer ich denke über Putzen, also normalerweise ich putze ein bisschen hier und so, jetzt ich habe nicht gemacht, meine Spülmaschine, also meine Spül, also nicht die Spülmaschine, aber die wo ich mache meine Spüle, sind jetzt voll, weil ich habe den Spülmaschine nicht leer gemacht, um neue zu machen. Und mein Mann ist auch jetzt keine Motivation mehr. Weil ja, es ist ganz oft so, dass wenn ich habe die Motivation, es gibt eben auch Selbstmotivation, um mehrere Dinge zu tun und besser zu tun und so. Aber hat auch jetzt nicht, weil ich bin auch ein bisschen runter. Und ja, ich fühle... Es ist, als ob ich wäre deprimiert. Als ob ich wäre deprimiert. Und ich denke wirklich, es kommt von was ich esse. Weil jetzt ist so ein großer Unterschied, so ein riesiger großer Unterschied, dass ich bin mir sicher, dass es kommt von was ich esse. Ich bin mir sicher, 100%. Mehr als 100%. So ja, ich werde für nächste Woche probieren, mehr Sport zu tun. Ich denke, ich werde aufhören, zurück ins Ghetto gehen am Donnerstag. Auch wenn meine Familie kommt in Berlin und wir dachten uns, vielleicht wir werden kurz Urlaub machen. Und ich dachte mir dann, ich werde kein Ghetto machen. Falls wir machen Urlaub, dann kein Ghetto. Aber wenn meine Familie wird da in Berlin sein, kann ich Ghetto machen, ohne Problem. Aber ich möchte zurück ins Ghetto. Ich möchte zurück ins Ghetto. Wirklich, weil ich liebe diese Diät. Ghetto ist für mich toll. Ich fühle mich gut. Ich weiß, was ich kann essen. Hier, ich habe keine Ahnung mehr, was ich essen oder so sollte oder so. Ich habe keinen Bock. Ich esse mehr Gemüse. Ja, aber jetzt ich bin schon leer mit meinen Gemüse. Nee, ich habe 2 grüne Paprika, das ich kann essen. Aber ansonsten, ja. Es ist nicht gut für mich. Also ich habe keine Regeln mehr, nichts. Und deswegen nächstes Mal, dass ich mache eine Pause, ich werde ein bisschen Regeln haben. Und ich denke, es wird mir helfen, weil jetzt wahrscheinlich, ich bin diese Typ Person, die wenn immer ich esse, ich muss Regeln haben, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Aber echt, wirklich, diese Pause ist nicht wirklich gut für mich. Und nächstes Mal, ich werde es besser machen. So ja, ich denke, ich habe alles geteilt mit euch, was ich wollte teilen. Ich habe gesagt, mein Gewicht. Ich habe gesagt, wie ich mich fühle. Ich habe erklärt, warum ich habe leider keine richtige Vlog diesmal gemacht. Es ist meine Vlog für diese Woche und ich habe erklärt, wie ich habe mich gefühlt in dieser Woche. Aber ja, es ist mir peinlich, dass es ist so. Aber es ist so und ich wollte die Wahrheit sagen auch. Und ich wollte sagen, dass ja, ich habe was falsch gemacht. Sicher. Aber es ist auch nicht wirklich meine Schuld, weil Zucker bringt Zucker. Tut mir leid, aber es ist eine addiktive Dinge. Also es ist süchtig. Zucker ist süchtig. Und ja, ich kann jetzt wirklich merken, wie süchtig es ist und wie es macht, dass ich mich nicht so gut fühle. Und das ist schwer aufzuhören auch, weil ich könnte sagen, okay, ab jetzt kein Zucker mehr. Nee, kann ich nicht. In meinem Kopf, es geht wirklich, nein! Solange, dass ich gehe nicht zurück ins Ghetto, nein! Und ich denke vielleicht vor Keto, dass ich werde einen Tag Fast machen, wenn ich jetzt wirklich nichts, ein Volltag, zumindest 24 Stunden, denke ich, es würde gut für mich, ein bisschen zurück dem Linien zu gehen. Vor Keto würde vielleicht helfen. Ich werde euch erzählen nächste Woche. Ich werde probieren, jetzt alles zumindest ins Foto zu tun, aber auch vielleicht filmen und so. Und ja, okay. Also es ist jetzt Zeit, dass ich sage endlich Tschüssi. Und auch zuerst bitte ein Like, ein Abo, ein Share, ein Comment. Ihr könntet vielleicht mir sagen, falls ihr habt das erlebt, dass sie haben Keto aufgehört und dann, oder andere Typ Diät aufgehört. Wie ist das passiert für euch? Zurück in Realität. So schwer. Okay, jetzt, ich sage endlich Tschüssi! Und ich mache es ein bisschen lang für YouTube, so ich kann meine Dinge hier und so haben. Tschüssi und vielen lieben Dank für alles. Dankeschön. Tschüss!